Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Walter von einem Simulator Glory. Und vielleicht ist es ja auch gleichzeitig die letzte Folge unserer Simulator Glory, denn wir stehen hier gerade in einer Pressekonferenz, kurz vor dem Finale gegen Barcelona. Wie gehen Sie mit der Müdigkeit um? Ganz ehrlich, die sind genauso müde wie wir, also werden wir uns da garantiert nicht verstecken. Es ist das Champions League Finale, das Ziel der Karriere war es, die Champions League zu gewinnen. Und das können wir hier und heute schaffen gegen Barcelona. Wir gehen jetzt hier noch schnell die Pressekonferenz durch und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein ins Stadion. Ich weiß nicht genau, welches Stadion es ist, aber das werden wir gleich, denke ich, sehen. Wir gehen jetzt rein, haben hier die Pressekonferenz beendet und starten rein gegen Barcelona ins letzte Spiel dieser Karriere, wenn alles nach Plan läuft. Okay, I think that's everything. Sagen, rein ins Stadion. Und viel spezieller kann es eigentlich gar nicht sein. Es geht rein ins Old Trafford, ins Stadion von Manchester United, mit dem wir ja auch eine 2-Saison-Karriere hatten in PES. Heute wollen wir unsere viel längere Karriere mit Walter von Mannheim beenden. Wir hatten ja bereits ein Spiel vor 2 Jahren mit Walter von Mannheim selbst gespielt, damals das DFB-Pokalfinale. Heute eine Stufe höher, das Champions League-Finale gegen Barcelona. In einem der traditionsreichen Stadien, gegen eine der traditionsreichsten Mannschaften im traditionsreichsten Wettbewerb. Zumindest wenn man noch den Vorgänger mit dazu zählt, den Pokalsieger, der Landesmeister oder Pokalsieger, der Pokalsieger. Ja, so heißt es, glaube ich. Wir haben uns durchgesetzt gegen City, RB und Real Madrid, Basel gegen VAS, gegen Wolfsburg und auch gegen Atletico Madrid. Also beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie richtig drauf waren. Jens Himmel, die läuft natürlich auch hier mit, bringt Joe Felix, Sancho, Walter und natürlich auch Günther Hernandez, Dulicht und den haben wir noch dabei, natürlich McKennie, der ist ja erst im Winter gekommen, Schneider dann bei der Rechtsverteidiger, weil Fischer ja nach wie vor fehlt und Hendrik steht im Tor, unser Kapitän, Sandro Tonali, wie er hier. Und jetzt blicken wir auch nochmal auf die Mannschaft von Barcelona, die angeführt wird von Frankie de Jong, einen Messi sich nicht. Das ist der Kopf der Begierde. Wir wollen am Ende dieses Spiels haben, auf die Mannschaft von Barcelona. Im Tor natürlich noch André Ter Stegen, der Trainer ist hier noch Valverde. Neto auf dem Bergwein auf der Bank über Meccano. Also starten wir mit der Startaufstellung. Traverse, Konaté, Christensen, Hakimi, Links, Haidara, De Jong, Cordoba, David und Dembélé. Also Dembélé und De Jong, Ter Stegen, das sind so die letzten Verbindungen, was ich hier so sehe. Ansonsten ist es auch eine sehr, sehr neue Mannschaft. Keine schlechte, wenn man sagen will, was ich sagen kann. Ich bin gespannt auf diese Mannschaft und jetzt hier nochmal unsere Mannschaft als Mannschaft trägt vor dem wichtigsten Spiel dieser Karriere. Es kann das letzte sein, was immer liegt in unserer Hand. Wir werden auf die Schaltaufstellung im Tor natürlich langwieriger T-Shirt gehen wir jetzt. Auf der Bank sitzen noch ein paar Legenden, unter anderem Korte und Konrad. Schneider, Rechtsverteidiger, McKennie, die macht die Innenverteidigung, Hernandez über links, Sancho, Tonali, Walter, Winter und dann Joe Felix Brink. Also das ist eine richtig gute Mannschaft, ich habe lange kein FIFA mehr gespielt. Ich hoffe, wir kriegen das hier heute irgendwie hin und wir gehen jetzt rein in dieses Spiel. Drückt mir die Daumen, dass wir das Ding hier heute irgendwie wuppen. Joe Felix, auf den bin ich gespannt. Brink kennen wir ja schon, aber der hat noch gerade eine 98, das ist nochmal deutlich besser als vor 2 Jahren. Das ist eine gute Kombination. Vielleicht jetzt mal den Ball in die Mitte von Jadon Sancho, der bringt den Hebel. Und da war es erst einmal gefährlich. Erst ein paar Minuten jetzt so rund 15 Minuten schon gespielt. Das sieht nicht schlecht für uns aus, aber auch Basel kam bereits einmal gefährlich in unseren Strafraum. Das heißt, Konzentration aufrechterhalten. Jadon Sancho, vielleicht mit dem Ball für Brink. Brink, der ist so schnell, aber der Ball ist dann selbst für ihn zu lang, aber die Schnelligkeit von Brink, die ist atemberaubend. Ich glaube, der hat 99 Sprintgeschwindigkeit und auch 99 Antritt, so schnell wie der unterwegs ist. Ich glaube, das ist eine echte Waffe da vorne im Sturm. Links für Haidara. Haidara ist Abschluss von Barcelona, aber noch weit verfehlt. Also ich merke schon, dass ich ja länger nicht mehr FIFA gespielt habe. Es gibt tatsächlich eine Ecke. Denn ich bin jetzt hier noch nicht so ganz gut unterwegs. Ecke ist gefährlich. Kann erstmal geklärt werden von Jadon Sancho, vielleicht ein bisschen nochmal oder halt den Konter. Brink, der kann das erlaufen, ihr seht es, diese Schnelligkeit, die ist atemberaubend.
Brink unterwegs, Brink quergelegt. Und dann mit vereinten Kräften kann Barcelona das Ganze nochmal klären. Foul von uns und dann mit Ball gesetzt für Barcelona. Nochmal wird Brink geschickt. Diesmal ein langer Ball von Tonadi in die Spitze zu Brink. Brink, das ist ein 2 gegen 2. Brink mit dem Abschluss. Und der Stegen ist da. Elgato mit der Tranke zur Stelle. Und somit geht es mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Das ist spannend, das ist ausgeglichen. Und es wird wieder eine Millimeterentscheidung hier sein. Ja, es ist wirklich sehr, sehr knapp. Der Stegen konnte bis jetzt hier einmal seine Klasse zeigen. Und die wird er vielleicht ja auch noch etwas häufiger in Halbzeit 2 zeigen müssen. Winter geht einfach mal gleich zum Anfang der Halbzeit hier komplett durch. Kaum eine Gegenwehr von Hakimi. Die Flanke wird geschlagen und der Steven baggert das Ganze zur Ecke. Erste Ecke also im Durchgang 2. Vielleicht wird diese ja mal gefährlicher. Das McKinney. Der Schalker macht es. Der im Winter kam. 1 zu 0 die Ecke. Ausgerechnet der Mann, der erst ein halbes Jahr hier ist. Mit dem Tor. Puh. Einmal tief durchatmen bitte. Ecke kam glaube ich von Winter. Und dann ist es McKinney, der da komplett freies Vortestegen muss das Ding nur noch reinschieben. Das macht er auch. Wir führen mit 1 zu 0 im Championship-Finale. Das ist ein Riesenschritt Richtung Titel. Ganz, ganz wichtig. Weston McKinney ist zur Stelle. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Da kann man schon mal von außen applaudieren. Wird garantiert sein erstes Tor sein. Spielt er sonst immer wirklich Innenverteidiger auch heute wieder. Und es ist tatsächlich sein erstes Tor in der Champions League. Weston McKinney macht den ganz wichtigen Schritt in Richtung Titel. Jadon Sancho wird auf die Reise geschickt von Joao Felix. Sancho frei durch. Ter Stegen ist da. Dennoch, es war auf jeden Fall ein Wirkungstreffer für Barcelona hier. Wir kommen deutlich besser jetzt hier in Halbzeit 2 rein. Auch nach diesem Führungstor. Weston McKennie ist wieder zur Stelle. Und somit bleiben wir zunächst im Ballbesitz. Jetzt hier der Fehlpass. Aber dennoch, wir machen den Druck. Und wir sind die spielbestimmende Mannschaft. Joao Felix. Und da ist natürlich Brink. Brink mit all seinem Tempo. Die Grätsche, das ist ein Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein, das ist auch einer. Es ist Mukiele, ich glaube, es ist Mukiele hier mit dem Foul. Und das gibt Rot, oder? Es gibt Rot. Rote Karte für Barcelona. Konaté ist es natürlich. Konaté natürlich. Das habe ich jetzt hier nicht gedacht. Mit der roten Karte. Barca schwächt sich selbst. Es kann ein Gegentor geben und den Kopfverweisung gibt es oder so. Klar, eine rote Karte für mich. Es gibt hier auch den Wechsel vor der Ballistik-Kamikano. Der nächste Ex-Leipziger. Neben Konaté und Haidara kommt in die Partie. Also jetzt der Elfmeter. Es soll wer schießen? Es wird der Kapitän wieder nehmen. Sandro Tonali hat ewig keine Elfmeter mehr geschossen. Hoffentlich kriegt das irgendwie in die Kritze. 2 zu 0 durch Elfmeter. Sandro Tonali übernimmt die Verantwortung und er macht das Ding auch. Ganz, ganz wichtig, dass wir das Ding reingeholt haben. Denn jetzt sieht es richtig gut aus. Es sind noch 30 Minuten, wir sind einmal mehr und führen mit 2 Toren. Wenn jetzt hier nicht noch ein Weltwunder passiert, dann sind wir ganz, ganz nah dran am Titel. Wir werden bald auf das erste Mal wechseln. Für Ball war es natürlich eine Option, aber auch ein Piccoli oder wie er hieß, unser Ersatzstürmer. Ganz, ganz wichtig das Ganze hier. Und jetzt runterfahren, weiter arbeiten und irgendwann die ersten Wechsel bestreiten. Ein Aufbauen von Barcelona hier in Form von ihrem Stürmer, von was David, ich glaube es war David, aber noch kommt nicht genug, als dass es hier zu einem Treffer reichen würde, stattdessen der Gegenangriff über Walter und die Abwehr, die ist noch nicht so richtig sortiert, bringt ein leichtes Abseits und somit keine Gefahr für Barcelona. Wir werden gleich das erste Mal wechseln, es wird, denke ich mal, Ferreira in die Partie stoßen und zum Ende der Partie habe ich es geplant, Korte und unseren langjährigen Kapitän auch noch reinzubringen. Also das ist alles noch Plan für die nächsten Minuten hier. Boah, jetzt aber erstmal Barca aufpassen, Frankie de Jong. Und Weston McKennie schmeißt sich auch hinten noch dazwischen. Ganz, ganz wichtig der Junge. Jetzt ist es soweit. Dreifach Wechsel bei uns. Ein Wechsel auch bei Barca. McAllister kommt rein für Haidara. Aber viel wichtiger bei uns der Dreifachwechsel. Rausgehen Walter, De Ligt und Sancho. Für ihn kommen rein Konrad, Korte und ein gewisser Ferreira. Zwei absolute Legenden und ein Mann, der uns lange begleitet hat, der auch noch Stammspieler ist aktuell. Also hohes Risiko jetzt von mir hier mit zwei 50er-Spielern auf dem Platz zu stehen. Aber ich weiß, dass die das noch drauf haben. Die werden es zeigen und da wollte die Jungen es erstmal uns zeigen. Was
Was wird das jetzt hier? Also das ist echt FIFA 20 mäßig. Christian Ferreira muss direkt wieder runter nach ein paar Minuten. Wegen diesem Foul, also das ist nun wirklich keine rote Karte. Da verstehe ich FIFA wirklich nicht klar. Er kommt zu spät, es ist gelb, es war nicht wichtig, das Foul, ich wollte einfach nur den Konter verändern. Rote Karte, es steht 10 zu 10. Ja, das wird nochmal etwas interessanter hier, aber ich glaube dennoch, es sind nur noch 5 Minuten, wir werden das hier irgendwie schon wuppen. Die Fans, die stimmen es bereits an. Capriole, Capriole. Es sieht gut aus, es reicht in den letzten 3 Minuten. Gänsehaut ist da. Eine ewig lange Reise findet hier langsam aber sicher ihr Ende. Es ist wirklich vollbracht. 1,5 Minuten noch. Barca hat aufgegeben. Die spielen gar nicht mehr nach vorne. Eine Minute noch. Jetzt starten sie nochmal einen Angriff. Aber da wird nichts mehr passieren. Wir werden diesen Titel hier und heute in den Händen halten. Da bin ich mir sicher. Es ist geschafft. Wirklich mal ein ist Champions League-Sieger. Eine Reise, die über 40 Folgen deutlich ging, ist somit beendet. Sandro Tonali mit Kenny, unsere Finalhelden, aber diese ganze Mannschaft, diese Jugendspieler im Winter, Walter, Brink, Fischer, der heute leider nicht dabei ist, ein Schneider, ein Hendrix, alle diese Leute, alle Legenden wie Korte oder Konrad oder Ausspieler wie McKenny, die später zugekommen sind, und der Sancho. All diese Spieler haben einen ganz, ganz besonderen Platz hier. Ja, auf meinem Kanal jetzt spätestens und natürlich auch in der Capitano Finale, der ganz, ganz wichtig heute auch wieder war mit dem Siegtreffer. Wir haben es geschafft, die Champions League gewinnen ohne ein Mbappé, ohne ja, das größte Talent überhaupt, wo ich sehr zufrieden bin. Denn wir haben das größte Talent überhaupt mit Brink, der nun wirklich ein überragendes Talent ist. Ich bin so froh, dass ich ein so cooles Talent hatte mit all den anderen, wie jetzt heißt es. Hebt das Ding in die Luft, Jungs. Feiert schön und genießt es. Ja, damit ist sie beendet, diese Karriere. Es war extrem geil, es hat so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir werden nochmal eine Abschlussfolge machen, wo wir uns alles angucken. Alle Statistiken und so. Und auch den Verlauf der ganzen Saison. Es waren unter 8 Saisons oder so, glaube ich, gespielt jetzt. Hier, es ist der Wahnsinn. Wir haben es geschafft, mit einem Drittligisten die Champions League zu gewinnen. Das ist richtig, richtig stark. Ich bin sehr zufrieden. Ja, genießt diese Jubelszenen. Das ist auf jeden Fall geil. Die ganze Playlist natürlich nochmal verlinkt am Ende in der Endcard. Ihr könnt euch das ganze Journey hier nochmal angucken. Winter, Brink, Walter, Fischer, Hendrix, das sind die Namen, die ja, absolut eingeprägt sind bei mir. Das sind absolute Vereinslegenden. Das ist schon krass, so viele gute Jugendspieler zu haben, die alle an der 90 sind oder sogar fast auf der 99 so wie Brink. Der wird die garantiert auch noch in der nächsten Saison zu erreichen. Das ist aber alles unter, ja, nicht mehr unter unserer Obhut. Hier seht ihr es noch einmal. Dieses Team gewann die Champions League. Im Jahr steht er gar nicht dabei. Schade, hätte mich jetzt interessiert, welche sie alle sind. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Ich freue mich einfach nur und bin sehr, sehr zufrieden, dass wir das hier geschafft haben. Ja, einmal tief durchatmen. 2-0 gegen Barca. Das ist schon richtig, richtig gut. Das war sie also, unsere großartige Karriere mit Waldhof Mannheim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr in Sachen Karrieremodus verpassen wollt. Brink auf der 98, das ist der Wahnsinn. Winter auf der 94, Fischer auf der 94, Hendrix auf der 90. Die sind alle noch so jung, die können noch so viel erreichen. Und natürlich nicht zu vergessen, Walter auch noch auf der 88. Ganz, ganz starke Jungs, ich bin sau zufrieden, was wir hier erreicht haben. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Bald kommen auch wieder neue Projekte, ab sofort aber erstmal nur die Bayern-Karriere. Wie gesagt, es kommt hier nochmal eine Special-Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.